Hallo und willkommen bei TechTrip. Ich bin der Ulf und wir testen heute Headsets. Wir testen weiße Headsets, wir testen blaue Headsets und wir testen schwarze Headsets. Welche Farbe gewinnt? Nein, kleiner Spaß. Das machen wir nicht. Wir testen wirklich Headsets. Wir spielen. Ich spiele ein Spiel. Mein Go-To, der geilste Sound, den ich mir in einem Spiel jemals vorstellen konnte oder den ich je... Ja, den ich je gehört habe. Returnal. Ich werde die Sennheiser Momentum 4 ausprobieren. Ich werde die Bowers & Wilkins PX7 S2 ausprobieren und die Bose Quiet Comfort 45 bzw. SE ist dasselbe. Ja, wir werden ein wenig zusammen spielen, wir werden etwas Musik hören. Das Schöne an meinen Sachen ist, das, was mich mehr interessiert, andere Tests zeigen euch irgendwelche Kurven, die ihr nicht versteht und sagen, das ist besser, weil... Oder sie zeigen euch Diagramme und Dezibelzahlen und sowas, aber am Ende, wir, du und ich, die nicht professionell jedes Dezibel oder jede Tonhöhe genau kennen oder hören oder uns dafür interessieren. Wir wollen nur wissen, welches Headset klingt eigentlich am geilsten für wen. Und zu welchem Preis natürlich. Und ich werde das mal in einfachen Ausdrücken. Jedenfalls so, dass ihr es versteht, welcher Typ vielleicht für euch ist. Fangen wir an. Wir starten mit dem günstigsten, den Bose QC 45 bzw. SE. Immer noch so bequem. Mit jedem Headset spielen wir eine Arena. Ist alles auf den Standardeinstellungen gelassen. Ich habe also nichts verändert. Man hört den Wumms beim Kisten öffnen. Also das Ganze ist sehr ausgeglichen beim Spielen. Es klingt mehr wie eine Soundbar. Sehr, sehr warmer Klang für mich, würde ich jetzt sagen. Nicht so tief. Er kann nicht so tief gehen, aber er schwingt auch nicht oben heraus, sondern es ist relativ ein gleichmäßiger Bereich, den das Headset abspielt. Ja, ich würde sagen, jetzt so vom Klang her für Spielen ist das für Leute, die diesen Klang von einer Soundbar gewohnt sind oder von einem Fernseher halt noch mögen. Oder von einer kleinen Stereoanlage. Dann ist so in der Art klingt das jetzt, finde ich. Wie eine alte Stereoanlage. Also ein bisschen wärmer als moderne. So würde ich das jetzt einordnen für mich beim Spielen. So, als nächstes dann die Sennheiser Momentum 4. Ah, schon eindeutiger Unterschied. Ja. Es klingt definitiv trockener. Eindeutig mehr Wumms. Es hat alles mehr Gewicht. Es ist trockener vom Klang her. Neutraler. Aber schon geil. Wenn man den Sound zu Hause die ganze Zeit gewohnt war von früher und dann das erste Mal in einen lauten Actionfilm im Kino geht und dieser trockene Bass, dieses... So in der Art fühlt sich das für mich jetzt gerade an. Also es ist wie so ein Kinogang. Es klingt alles anders als zu Hause. Aber nicht in schlecht. Falls ihr versteht, was ich meine. Es ist sehr detailreich, trocken detailreich. Ja, ihr hört schon, das ist so ein bisschen wie, als wenn ein Weinanfänger, Amateur, einer, der keine Ahnung von Wein hat, seinen ersten Wein beschreibt. Es hat getrennte Sachen. Es hat nicht wie Bose, dass es sich auf Richtung einer Ebene, so einer mittleren Ebene versucht einzuordnen. Also das ist wie so ein Kinogang. Das ist wie so ein Kinogang. Gefällt mir. Also das, auch wenn die immer noch nicht so bequem sind, aber es gefällt mir. Aber immer noch nicht schön, oder?
So, und nun zu guter Letzt die Bowers and Wilkins. Ich vergesse also immer SX7PF. SX, da steht's. PX7S2. Die schönsten Kopfhörer im Test. Ich mag das Blau. Passt zu mir. Passt zu meinen Augenringen. Ehrlich gesagt, die klingen sehr ähnlich zu den Sennheisern. Dem ersten Eindruck, würde man sagen. Die Bose, da hat man das Gefühl, man hat wirklich ein Headset auf. Man hat eine kleine Soundbubble-Blase um sich rum. Und da wird der Sound drin abgespielt. Die Sennheiser, man hat das Gefühl wirklich, man ist in einem größeren Raum. Nicht in einem Saal oder so, aber der Raum, diese Bubble ist viel größer, in den von dem der Sound kommt. Und daher hat man ein viel räumlicheres Gefühl vom Spielen her. Und die Bowers Kopfhörer sind in der Mitte bisher. So vom Volumen. Sie klingen etwas sanfter im Bass. Das Ganze ist nicht so eine riesige Action-Schlacht. Ist nicht so eine Kino-Action-Schlacht. Oh. Ein bisschen zahmer. Vom Spiel-Sound jetzt, was ich mitbekomme her. Was soll ich sagen? Wie ein Mix aus den Bose und den Sennheisern. Allerdings jetzt nicht im Schlechten, sondern wirklich eher, wo die Sennheiser ein bisschen trockener, ein bisschen neutraler klingen, sind die hier doch ein bisschen tankenwärmer. Die Bose eher wie so ein Soundbar sind. Und das hier eher wie so ein Kino. Erstes Mal Kino. Dann ist das hier wie eine gute Heimkinoanlage. Eine große. Es kommt halt drauf an, was man will. Ob man seinen eigenen wärmeren Sound will. Oder ob man dieses kalte, harte vom Kino bevorzugt. Der Bass ist ein bisschen sanfter, allerdings, er ist da, allerdings halt kein, er ist keine Boombox. Das ist das Wichtige, es ist keine Boombox. Boomboxen sind, kann ich überhaupt nicht ab. So, ich mag es, wenn ein Bass klar und detailliert ist. Wenn er das, was er abspielen soll, auch abspielen soll und nicht alles minimiert auf nur, es ist detailliert. So ist es das, was ich wirklich sagen kann. Detailliert, wenn man auf Details steht, die beiden. Definitiv beim Game, beim Spielen. Wenn man einen rundum warmen Sound, ein gewohntes Gefühl. Die Bose spielen mehr in so einer gewohnten Liga, was man so halt von so einer Soundbar kennt. Oder so ein Standard-Sound, würde ich fast sagen. Guter. Gut. Nicht schlecht. Nein. Guter Standard-Sound. Die hier? Bowers. Ich wusste den Namen. Entschuldigung, ich bin Gamer. Ich muss immer an Bowser denken. Das lenkt mich immer ab. Nicht schlecht. Wie gesagt, das ist mehr momentan eher trocken, gegen ein bisschen wärmer. Ein bisschen mehr dedizierten Bass. Rundes Paket, das ist mehr so rund. Favoritenliste wäre jetzt schwierig, aber für sowas wie Returnal, die Sennheiser an erster Stelle. Knapp dahinter für mich die Bowers. Ein bisschen Abstand, allerdings nicht zu viel, einfach nur die Bose, weil ich als mein Ziel für Audio möchte etwas ein Erlebnis haben. Und das ist halt weniger Erlebnis, das ist Gewohnheit. Was nicht schlecht ist, einfach Gewohnheit. Während die anderen beiden mehr ein Erlebnis sind. Und das ist jetzt beim Gaming. So ist meine Reihenfolge. Jetzt das Ganze zu Musik und dazu werde ich mein MacBook verbinden. Wieso MacBook? Ganz einfach, weil alle diese Headsets unterstützen Apples AAC-Format. Außerdem kann man im Store bei Apple auch einfach 3D-Audio hören. Und das werde ich jetzt einfach mal testen. Ich werde sie alle mit dem MacBook verbinden, ich werde Songs abspielen, aber ich werde probieren, eher was Poppiges zu haben. Ich möchte etwas mit viel Bass haben und ich möchte etwas mit viel Gitarre, was gerne mal verschrammen kann zu einem Moose aus Gitarrengeklimper. Gitarrengeklimper? Haut mich nicht für solche Begriffe, die kommen einfach direkt aus der Hirnwindung. Übrigens auch, was mir gerade auffällt noch als kleines Extra, was mir gefällt bei dem Bose, ist, dass sie dauernd spricht über das, was gerade passiert. Verbunden mit Gerät, mit MacBook von TechStrip.
mit iPhone von TechStrip. Sie redet halt immer, man weiß genau, womit man verbunden ist. Während hier zum Beispiel der Sennheiser, da sagt die Sekretärin mit ihrer Stimme halt verbunden. Was einem nicht hilft, weil alle Geräte kann man mit zwei Geräten verbinden. Wenn man es mit dem Telefon oder mit anderen Geräten dann verbindet, dann weiß man nicht womit, aber mit den jüngeren Augenziehen. Connected. Details zum Verbinden auf Deutsch gibt es bei dem Bose. Wirklich, kleiner Pluspunkt. Hören wir mal etwas Blackpink. Shutdown. 3D Audio. Stimme ist klar. Die Frauenstimme. Der Bass im Hintergrund immer schön relativ klar. Da möchte man lauter machen. Es hat mehr Wumms dahinter. Man möchte es lauter machen wie beim Kino. Man möchte Action haben in dem Song. Man möchte es scheppern hören. Man möchte jedes Detail hören. Und dann ist das eher so dieser trockene Detailgrad. Kann die Höhen auch nicht zu überspitzen. Spitzer von den Höhentönen als die Bose. Fast ein bisschen spitzer als die Sennheiser in den hohen Tönen. Und nicht so ganz so stark und nicht so wuchtig. Damit kann es auch manchmal meinen, nicht übertrieben. Anti-Hero, Taylor Swift, kenne ich nicht. Ich habe den Namen schon häufiger gehört, aber ich kenne nichts. Naja, gut. Also es ist wirklich so, dass es eher wie ein warmer Gesamtklang ergibt, eine Einheit. Nicht Mischmasch in sich, aber allerdings eine Einheit, so eingeschmiegter Sound in warm. Nicht schlecht, alles kam klar raus. Bisschen trocken wirklich für dieses Lied. Das Lied klingt fast so, als bräuchte es ein bisschen Wärme. Bräuchte ein bisschen Gekuschel. Akustisches Gekuschel. Definitiv wärmer. Definitiv. Für den Song gerade. Scooter! We love Hardcore. Man spürt den Bass nicht. Also nicht körperlich. Da zittert nichts. Allerdings, er ist da. Genauso wieder detailreich, etwas neutraler, kühler, ein bisschen kühler als die Bose. Das ist so, da ist Wumms hinter. Wumms, wo man nicht das Gefühl hat, es übersteuert oder so, einfach nur Wumms. Okay. Hat zwar Power, aber nicht ganz so viel wie die Momentum und wärmer, definitiv wärmer. Wärmerer Sound. Die Schichten sind ein bisschen mehr gemischt voneinander, anstatt dass sie klar sind. Die Stimmen sind klar, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ist das ein bisschen eine wärmere Bubble. Wieso pausiert der schon wieder? Ja. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, wer gewinnt. Weil das ist jetzt wirklich zwei Geschmacksrichtungen eigentlich schon. Beide detailliert, allerdings halt ein bisschen neutraler und ein bisschen wärmer. Eigentlich ist der Bauer ein Baby aus den beiden. Vielleicht auch deswegen die Farbe. Auch beim Soundtest jetzt mit dem Mac würde ich die Sennheiser bevorzugen vom Sound her. Direkt hinterher, aber wieder die Bowers und danach auch die Bose. Wie gesagt, ganz anderes Klangprofil, ganz anders als die anderen beiden, aber wirklich mehr gewohnt. Also damit kann man nichts falsch machen, auch bei Musik nicht. Sowas ist man gewohnt vom Sound her. So, das war jetzt in dieser gemütlichen Stimmung. Eigentlich ist das viel cooler, mit weniger Licht. Hi. Machen wir noch einen Test, ne? Und zwar der Mikrofontest. Wird also Zeit, deswegen, ich werde sie nicht mal beurteilen. Ich werde mich nicht draußen in den Sturm stellen. Ich werde nicht bei Orkanböen mir diese Dinge aufsetzen und gucken, wie nur noch ein an Tönen rauskommt. Nein.
Ich werde es einfach nur klar in einem normalen Raum, wo die meisten sich befinden. Telefonieren werde ich damit eh nicht. Das ist jetzt nicht mein Interessengebiet. Allerdings, ich will einfach nur mal die Tonqualitäten vergleichen zwischen all den dreien. Dann wollen wir mal. Hey ho und willkommen. Oh, Echo eingestellt. So, willkommen. Dies ist die Soundqualität von den Bowers S9 PX7S2. So, ich habe den Namen jetzt raus. Und dies ist der Mikrofontest. Beachtet nicht die Kamera. Diese geile MacBook-Kamera. Nein. Hört einfach nur auf den Sound und wie das Gespräch ganz normal klingt, wenn man sie auf hat, wenn man ganz normal in Zimmerlautstärke redet. Test 1, 2, 4. Test 1, 2, 4. Nur, um euch durcheinander zu bringen. So, nun das Ganze auch mit den Sennheisern. Momentum 4. Dieser Sound soll ziemlich gut sein bei Wind und zu allem gibt es auch in der App noch eine Windschutzfunktion. Allerdings interessiert mich das jetzt nicht sonderlich und ich teste das einfach unter diesen niedrigen Bedingungen auf meinem Mac. Und auch hier bei den Sennheisern heißt es wieder Test 1, 2, 4, Test 1, 2, 4. Und jetzt auch mit dem letzten im Bunde, dem Bose QC45. Oder SE. Bequem. Sieht unauffällig aus. Alles wunderbar. Kein Druck auf den Ohren. Wetter hat sich auch noch nicht verändert. Und auch hier Test 1, 2, 10. Test 1, 2, 10. Wie ist die Audioqualität? Der Mikrofontest ist vorbei. Ihr habt euch ein Urteil gebildet. Mein Urteil persönlich? Am schlechtesten abgeschnitten, die Bose, Platz 2, auch die Bowers und am besten und am deutlichsten und am etwas klarsten die Sennheiser wieder. Wer es braucht? Nächste Kategorie, Komfort und dafür muss ich sie nicht anziehen, das kann ich so auch schon direkt sagen. Auf dem letzten Platz die Sennheiser. Die, also für große Köpfe wie bei mir hier. Ne? Nicht so bequem. Also ich habe immer das Gefühl, da wird am Ohr gedrückt und gewurschtelt von der Muschel. Das liegt vielleicht, gucken wir mal. Vom Gefühl her ist das auch die kleinste Aussparung und sie ist auch sehr oval. Vielleicht liegt es daran. Platz 2, Komfort, die Bowers für mich. Weil, man sieht schon, ist ein bisschen größer, weil weniger oval, sondern auch ein bisschen breiter. Und vor allen Dingen auch tiefer als die Sennheiser. Dadurch hat das Ohr bei mir viel mehr Platz. Und auch der Bügel oben stört nicht. Der Bügel oben ist top. Bei mir alles schön, weich, gedämpft und sitzt bequem. Allerdings wirklich überraschend, das billigste Modell, der Bose am bequemsten an meinem Ohr. Auch wenn der halt jetzt nicht das dickste Kissen hat, der Bowers. Entschuldigung. Bowers hat das dickste und weichste Kissen. Allerdings hier, das liegt bequem auf und auch wenn es auch oval ist, innen. Das Ohr hat gefühlt mehr Platz. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich durch den längeren Bügel einfach besser positionieren kann. Super bequem, finde ich, kann ich stundenlang ohne Probleme tragen. Die Bose sind leichter als der Rest auch noch. Und es ist einfach bequemer. Nicht nur hier, es ist einfach ein bequemer Kopfsitz. Kopfsitzer. Für mich ganz klar Sieger der Bose. Überraschend. Dickkopf. Und nachdem ich jetzt auch schon direkt noch geklärt habe, was mir am besten gefällt mit dem Tragegefühl, was gibt es da noch zu sagen? Die Bedienung. Fangen wir mal wieder mit dem Bose an. Ganz einfach. Die Bedienung, ganz einfach. Sie hat Knöpfe. Wie man hier sieht, Knöpfchens, lauter, leiser, bestätigen, also beziehungsweise ja,
haben wir denn? Lauter, leiser und in der Mitte halt ein okay, Bestätigungsknopf. Auf der anderen Seite haben wir einen Knopf, der ist dafür da, um die ANC, also die Abschottung, Geräuschabschottung von außen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist ganz praktisch. An-Ausschalter ist hier an der Seite, gleichzeitig auch mit Pairing, wenn man weiterschiebt, Schieberegler, überhaupt kein Problem. Man kann alles blind bedienen. Plastikknöpfe, aber tippitoppi. Wie gesagt, das ist alles Plastik hier, an dem hier. Aber das macht überhaupt nichts, wenn halt der Rest passt. Und das tut es, das Design ist unabhängig. Wie gesagt, Besteuerung kann man blind machen. Dann die Bowers, auch Knopfsteuerung. Allerdings hat man das Gefühl, man hat eher ein iPhone, weil auf dem Alurahmen, könnt ihr sehen, das ist ein dünner Alustreifen hier. Und an dem sind so lauter, leise Lautstärke Buttons, Bestätigungsknopf und hier oben der Einschalter, Ein-Ausschalter bzw. auch wieder Bluetooth-Schalter, wenn man höher zieht. Und auf der anderen Seite auch ein Schalter. Den kann man dann belegen zwischen ANC ein- und ausschalten, wieder wie beim Bose auch. Oder halt alternativ in der App umstellbar auf, dass man den Sprachassistenten, also Siri oder Google, aktiviert mit dem Knopfdruck. Kann man also einstellen, wie man möchte. Schönes Design, hochwertig verarbeitet. Bedienung funktioniert ein bisschen weniger einfach. Auch wenn der Bestätigungsknopf in der Mitte hier geriffelt ist. Ein bisschen erotische Nahaufnahmen. Oh ja. Da muss man aber immer erst den erfüllen und dann kann man unten oder oben erfüllen. Auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen einfacher, weil es nur einen Knopf gibt. Lauter, beziehungsweise Ein- und Ausschalter. Findet man sowieso immer. Ist also okay. Ich finde gut, dass es Knöpfe hat. Die sind aber sehr modern, minimalistisch gehalten und deswegen ein bisschen schwerer zu erfüllen. Vielleicht mit der Zeit Gewohnheit, aber es ist okay. Die Sennheiser. Nichts. Ein Knopf hier an der Seite. Das ist, wenn man gedrückt hält, der Ein- und Ausschalter und Pairing, halt wenn man gedrückt hält. Das ist alles. Der Rest wird über Touch gesteuert. Dafür hat man auch eine große Fläche, auch wenn es ein bisschen hässlich ist oder uninspiriert. Allerdings ist es eine große Fläche und dadurch hat man natürlich auch viel Bewegungsspielraum für die Finger. Lauter, leiser funktioniert wunderbar, indem man hoch und runter wischt. Und nicht nur in einzelnen Schritten, also dick, 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 sondern wirklich mit dem Finger hoch und runter. Es wird schön mitgegangen mit den Bewegungen. Je länger ihr es macht, zieht, desto leiser wird es. Oder vor und zurück, das funktioniert wunderbar. Allerdings hat man häufig, habe ich häufig, Falscheingaben. Wenn ich Mikrofon, wenn ich das Headset aufsetze oder absetze, dann macht es auf einmal ein Diddy, weil es irgendwer gedacht hat, ich habe zweimal auf die Rückseite getippt oder ich habe es aufgesetzt und nicht aufgesetzt. Und es kommt häufiger mal zu Fehleingaben dadurch. Vor allen Dingen, wenn man es mal umsetzt und dann ein bisschen hier an den Rand kommt, dann macht er schon einen Befehl. Es ist empfindlich. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Allerdings sind sehr viele Falscheingaben, was halt mit dem Knopf viel weniger passiert oder so gut wie gar nicht. Von daher, ich mag die Touch-Steuerung, allerdings sind die Fehleingaben nerviger. Von daher würde ich sagen, jetzt von der Bedienung her am einfachsten die Bose, simpelsten und einfachsten gehalten. Wegen dem, dann hat man halt die beiden Knöpfe gegen Wischen, allerdings schlechte Knöpfe gegen gutes Wischen. Ja, dann doch hier Platz 2 für mich. Ganz einfach, weil die Wischgesten doch überraschend gut funktionieren, wenn man es auf hat. Und dann kann man es blind bedienen, wirklich. Doppeltippen, um ANC ein- und auszuschalten. Wischen vorwärts, rückwärts für Songs. Vorspulen, zurückspulen. All solche Sachen funktioniert. Wenn es funktioniert, funktioniert es wunderbar. Während man hier halt die Knöpfe noch erfüllen muss. Sie sind stylisch. Kann man nicht anders sagen. Das sind die best aussehendsten Kopfhörer hier im Bunde. Passt also zu mir.
Von der Bedienung, da geht was. Da geht noch was. Da, die Knöpfe, wenn die ein bisschen weiter rausstehen würden oder besser fühlbar wären und nicht so flach im Gehäuse wären, dann würde ich das besser finden. Also, das waren jetzt so meine Punkte für das Headset. Und welches jetzt mein persönlicher Liebling ist, das ist doof. Das ist wirklich eine dumme Entscheidung für mich, weil das Headset kann ich stundenlang tragen. Dieses Headset hat guten warmen Sound und sieht auch noch gut aus. Dieses Headset hat geilen Klang, wirklich cineastischen Kinosound. Ist das doppelt gemoppelt? Bläst alles weg, hat allerdings die billigste Verarbeitung und wirklich keine schöne Optik. Haha. Jetzt mal im Ernst. Was soll ich machen? Sie sind nicht die bequemsten. Da sind die anderen beiden bequemer. Aber wenn man jetzt sagt, Sound ist das Wichtigste. Wenn ihr noch eine Rille mehr hättet, noch ein bisschen größer. Ich glaube, die Sennheiser gewinnen letztendlich. Das hat noch mehr Gründe. Ehrlich gesagt, war das jetzt nicht der erste Gaming-Test, den ich hatte heute mit uns zusammen, sondern ich habe vorher schon mal gezockt. Und dann beim ersten Anschließen. PlayStation und die Xbox unterstützen natürlich kein Bluetooth-Audio, weil zu große Lag-Zeiten und das würde stören und mit dem Controller. Deswegen muss man es mit einem Kabel meist mit dem Controller verbinden. Und als ich die Sennheiser angeschlossen habe, das erste Mal, war ich enttäuscht. Ich habe gedacht, das klingt wie ein Walkman-Kopfhörer von 1986. Ich habe gedacht, was ist da passiert? Wieso klingt Kabelanschluss schlechter als Bluetooth? Das war nicht nur schlechter, das waren unterschiedliche Welten, die Dimensionen. Da waren Galaxien. Bis mir aufgefallen ist, und zwar ist das, was bei den anderen jetzt nicht funktioniert hat bei mir, wenn man das Audiokabel anschließt, wenn man keinen Saft mehr hat, wenn keinen Akku hat, kann man darüber immer noch Musik hören. Er braucht nicht unbedingt Akku, damit er läuft. Aber das klingt nicht, dann klingt der wirklich wie so ein Walkman-Kopfhörer von vor 30 Jahren. Weil da fehlt sämtliche Kraft, da fehlt alles. Das ist einfach nur, das klingt wie ein 80-Cent-Kopfhörer, der irgendwie im billigen Haushaltsgerät beiliegt. Das ist wirklich schlecht. Da war ich so überrascht und dann habe ich mich gefragt, hä? Allerdings, wenn man dann ein bisschen Power gibt mit dem Powerknopf und Strom hinzufügt, ihm seine Power gibt, dann klingt das grandios über Kabel. Also das ist absolut super. Also wenn man das Bowers einschaltet, dann klingt das immer wie ein Reiskocher aus Korea, so wie ich es kenne. Din, und Melodien zum Connecten, zum Einschalten. Ist ganz lustig. Allerdings fände ich halt Sprache, die mir sagt, was gerade passiert, halt hilfreicher. Auch andere kleine Details sind, dass die Bose für mich das größte Grundrauschen haben. Ich habe einen Tinnitus. Ich bin jetzt nicht der Geilste auf beiden, mit was Rauschen angeht oder so ein bisschen sanftere Sounds. Für diesen Test reicht, also es ist nicht so stark. Ich sag's nur. Das Rauschen hat mich überrascht und das wird kaum erwähnt. Alle drei rauschen. Die am meisten, die haben das größte Grundrauschen für mich gehabt. Also das war jetzt schon wie Nachbarzimmer hat Schnee im Fernsehen. Wer das noch kennt, wer noch damit was anfangen kann. Ihr seid alt, aber wenigstens wisst ihr, was ich meine. Danach kommen die hier, die haben auch ein Rauschen. Ich würde aber sagen, ein bisschen weniger als die Bose. Mit ANC weniger, natürlich. Aber trotzdem immer noch ein Rauschen. Und am wenigsten haben jetzt die Bowers. Die hatten das geringste Grundrauschen für mich, was halt wieder ziemlich gut klingt. Also das ist halt ein bisschen, lässt hochwertiger klingen. Und apropos ANC, von den drei getesteten will ich nur mal sagen, ANC am schlechtesten. Ich habe es mit Wasserrauschen, ich habe es mit Gerede, mit Menschen im Raum probiert. Das Gerede wird größtenteils rausgefiltert.
Aber das Wasserrauschen, von das Plätschern vom Wasser, das ging durch wie nichts anderes. Allerdings, das Gerede war trotzdem noch wunderbar verständlich. Also so geil war das jetzt nicht vom ANC hier. Die Momentum Sennheiser war ein bisschen besser. Man hatte mehr das Gefühl, dass mehr abgeschirmt ist. Und dieser Druck, wenn ANC aktiviert ist, gibt es manchmal so ein bisschen Druck am Ohr. Das fühlt sich ganz seltsam an. Und das ist am geringsten bei denen hier. Es ist halt alles nicht grandios. Also an die AirPods Pro, nicht die Max, sondern wirklich die In-Ear-Dinger, da kommen die alle nicht dran. Allerdings am besten abgeschnitten die Bose. Die haben überraschend gut abgeschirmt. Hat mich auch überrascht. Hat wunderbar funktioniert. Hat nicht hundertprozentig, das nicht, aber definitiv. Also wenn ich hier sage 60%, 70%, dann würde ich hier sagen 85 bis 90%. So würde ich jetzt die Aufteilung machen, was die Abschirmung angeht. Bin ich auch kein großer Fan von. Ich brauche diese Abschirmung nicht. Mir reicht diese natürliche Abschirmung durch geschlossenes System eigentlich schon. Ich möchte manchmal auch gerne verstehen, was drumherum ist. Aber wie gesagt, das kann man ja selber entscheiden. Man kann ja aktivieren, deaktivieren. Wobei, nicht ganz richtig. So ganz deaktivieren kann man nicht. Man kann auf Durchlauf schalten hierbei. Man kann es auf wirklich Durchlauf, würde ich sagen, nennen. Auch bei dem Bose eher Durchlaufmodus. Allerdings hier in der App kann man ANC komplett abschalten bei den Bowers. Gutes Feature, wer es braucht, wer es wissen will, bei denen funktioniert es. Letztendlich, das sind jetzt so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Auch habe ich es nicht geschafft, hier über den USB-C-Anschluss, halt der Audioausgang, dass sowohl das Bowers als auch Bose ohne Akkuzufuhr einen Ton rauszubekommen. Hat nicht funktioniert, zumindest bei mir nicht. Während halt, wie gesagt, eben schon hier kann man wenigstens zur Not noch hören ohne Power. Dann klingt es aber auch eher wie Flugzeugkopfhörer. Aber dafür hat man ja einen Adapter, ne? Liegt da ja bei. Übrigens, das Zubehörset finde ich, möchte ich auch noch sagen, von allen, die dabei sind, das Zubehör von den Sennheisern ist umfangreicher. Man hat den Flugadapter, den Flugzeugadapter, man hat ein 2,5 auf 3,5 mm Kabel dabei und man hat ein USB-C-Ladekabel dabei. Während man hier halt ein USB-C-Ladekabel dabei hat bei den Bowers und halt ein USB-C zu 3,5 mm Klinke hat. Und hier hat man wirklich Mini-Stümmelchen, so 30 cm. Ihr habt es wahrscheinlich im Unboxing gesehen, 30 cm Ladekabel USB-A auf USB-C und 30 cm, 2,5 mm auf 3,5 mm Klinke. Auch hier sei noch gesagt, die Quiet Comfort, wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber 45 sind die exakt dieselben wie die SE. Quiet Comfort SE. Die SE sind allerdings günstiger, weil nicht ein hartes Case dabei ist, sondern eine weiche Tasche. Wenn es euch nicht interessiert, nehmt das SE, selbes Gerät, wird sogar als 45er erkannt und hat nur ein weiches Täschchen dabei. Die beiden haben Hard Case, da Bowers Blau. Und Sennheiser Braun, bräunlich. Wenn euch interessiert, wie das da innen aussieht und was ist, schaut euch die Unboxings an dieser beiden. Habe ich alle veröffentlicht auf diesem Kanal. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Und verdammt, man muss ja bedenken, dass die hier knapp 300, 320 kosten. Im Angebot auch mal 280, 290. Die hier im Angebot 222 und die hier habe ich 179 Euro. Preis-Leistung ist das hier top. Für 50 Euro mehr, wenn man aber eher dieser Kinotyp ist, dann ist das hier
der Maßstab. Man möchte kein Vermögen ausgeben. Wenn man allerdings eher so was Stylisches, wenn man auch noch auf Style steht, macht man mit den Bauers nichts falsch. Die sind definitiv die schicksten, die sind am besten verarbeitet, haben hochwertigere Materialien, aber sie sitzen bequemer. Aber letztendlich macht der Sound bei diesen Dingern halt so viel aus, dass ich denke, ich werde mich entscheiden für die Sennheiser. Hoffentlich ist das kein Fehlkauf, weil ich gehört habe, dass die irgendwann mal anfangen könnten zu quietschen. Wollen wir mal nicht hoffen. So, das soll es jetzt aber auch für meinen Vergleich und Test gewesen sein. Alle drei sind gut. Wer einfach mal Kopfhörer möchte, die halt ein bisschen wertiger sind als 90 Euro Kopfhörer, der ist mit den Bose hier definitiv richtig. Ist ein schöner, warmer Sound. Abgerundet. Es ist Bose, die gesagt haben, wir wollen unseren Sound bringen und schmiegen das ab. Die Bauers sind, wir sind optisch das iPhone unter den, ja, Geschmackssache, aber wegen den Knöpfen, Design hier halt. Wir sind das iPhone unter den Kopfhörern. Wir machen nichts falsch. Wir setzen Akzente in der Optik. Andere sind halt in anderen Kategorien besser, aber wer das sucht, wer was Warmes und warmes Allround-Talent haben will, hier. Wer nicht so viel Bass möchte, die. Und wer sagt, ich will vollen Wumms haben, ich möchte möglichst viel Sound, ist alles, der Rest interessiert mich nicht und mein Kopf ist sowieso kleiner als deiner, dann diese. Die Sennheiser Momentum 4. Grundsätzlich muss man dazu noch sagen, dass man mit allen dreien etwas tunen kann mit den Apps, mit denen man sie verbinden muss. Das muss ich auch noch erwähnen, ne? Das ist nervig bei den Bauers. Immer irgendwie nach irgendwie ein paar Knopfdrücken öffnet sich immer die App, wenn ich mein Handy offen habe, nebenliegen habe und hier ein bisschen rumspiele. Irgendwann sagt die App mal, hallo, ich bin da, bewerte uns im Shop oder jetzt hast du das eingestellt oder das eingestellt. Das ist ganz komisch, das ist bei den anderen beiden nicht so gewesen. Ist also ein bisschen aufdringlich gewesen. Ich hoffe mal, das sind Bugs, die behoben werden. Und auch ansonsten kann man nur Höhen und Tiefen hier in der App einstellen. Nur die beiden. Während man Höhen, Mitten und Tiefen bei denen einstellen kann. Man kann es also definitiv noch ein bisschen anpassen. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Und auch das dann, ich komme immer noch hier auf ein besseres Ergebnis für mich persönlich. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Schreibt mir in die Comments, wenn ihr Erfahrung mit einen der dreien habt oder wenn ihr nicht mit dem, was ich gesagt habe, übereinstimmt oder wie eure Meinung dazu ist, ab in die Comments dazu, würde mich mal interessieren, was vielleicht mehr professionelle Leute da draußen sagen zu diesen Dingen. Jedenfalls, das waren die drei, ihr macht nichts falsch. Achtet auf die Schnäppchenreise, wie gesagt, das hat man für 222 Euro bekommen und wenn euch der Sound wichtiger ist als alles andere, wenn ihr Kinosound mögt, dann ist das hier eher das. Während das hier auch schon mal 279 kosten kann und euch ihr mal denkt, boah, blau ist eine geile Farbe. Das denke ich übrigens auch. Sieht schick aus. Ich mag die Farbe. Und wer sagt, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben und trotzdem einen guten Sound haben, guten Allrounder. Ich möchte Musik hören, ich möchte Filme gucken, ich möchte Spiele spielen damit. Da. Null Problemo. Es ist warm, es ist wie so eine Soundbar. Man hat sich daran gewöhnt. Es ist gut. Wie gesagt, ich habe jetzt alle schon einige Zeit lang getestet. Es ist jetzt nicht so, dass ich heute zum ersten Mal höre. Also ich habe mich jeweils immer ein paar Tage damit beschäftigt, mit jedem einzelnen Kopfhörer. Man muss sich an Sound gewöhnen. Und so konnte ich schon mal ein bisschen Wissen aneignen zu jeweils den Geräten. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!